Möchtest du dir ein E-Auto kaufen, wirst du dich zwangsläufig auch mit dem Thema Laden beschäftigen müssen. Mittlerweile gibt es einige Möglichkeiten, dein Elektroauto oder Plug-in-Hybrid aufzuladen. Welche das sind und wo die Vor- und Nachteile liegen, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video zeige ich dir 4 Möglichkeiten, um dein Elektroauto zu laden. Starten wir mit der langsamsten Art zu laden, dem Laden an einer normalen Haushaltssteckdose. Du kannst entweder im Mode 1 oder im Mode 2 an einer normalen Steckdose laden, wobei vom Mode 1 Laden abzuraten ist. Ich erkläre dir kurz warum. Für das Mode 1 Laden an einer Haushaltssteckdose brauchst du ein Notladekabel. Du steckst das eine Ende des Ladekabels in die Buchse des E-Autos und das andere in die Haushaltssteckdose. Das Mode 1 Laden hat aber 2 wesentliche Nachteile. Erstens dauert es sehr lange, nämlich meist zwischen 18 bis 24 Stunden, da die Ladeleiste nur bei 2,3 Kilowatt liegt. In der Praxis ist das also sehr mühsam. Zweitens gibt es im Mode 1 keine Schutzmechanismen und Kommunikation zwischen deinem Auto und der Steckdose. Das kann zu Brandschäden führen und ist somit gefährlich für dein Haus, dein E-Auto, aber auch die Person, die das Auto lädt. Deswegen ist diese Art des Ladens auch in vielen Ländern Europas verboten. Daher ist meine Empfehlung, Hände weg vom Mode 1 Laden. Willst du dennoch an einer normalen Steckdose laden, gibt es bessere und vor allem sichere Alternativen. Du kannst beispielsweise mit einem Ladekabel mit ICCB, also einem Ladekabel, das mit einer sogenannten In-Cable-Control-Box ausgestattet ist, im Mode 2 laden. Dieses Ladekabel hat eine kleine Kontrollbox, die sicheres Laden an einer Haushaltssteckdose gewährleistet. Aber auch damit kann das Laden bis zu 24 Stunden dauern, weil du nur mit 3,7 Kilowatt laden kannst. Für den Alltag ist das meistens etwas unpraktisch. Und das bringt uns eigentlich auch schon zur dritten Möglichkeit, nämlich dem Laden mit einer Wallbox. Mit einer Wallbox ist dein Auto in nur 2 bis 6 Stunden geladen, je nach Ladeleistung und anderen Faktoren. Willst du dir eine Wallbox für zu Hause kaufen, kannst du zwischen einer mobilen oder stationären Wallbox entscheiden. Die mobile Wallbox, wie der Name schon sagt, ist mobil. Du kannst sie also zu Hause stationär verwenden, aber auch auf Reisen, zu Freunden oder Familie mitnehmen, um dort dein E-Auto zu laden. Im Falle des GoE Chargers Gemini Flex, also unserer mobilen Wallbox, brauchst du keinen Elektriker für die Installation. Du kannst sie ganz einfach selbst montieren. Im Vergleich dazu muss die stationäre Wallbox, wie zum Beispiel der GoE Charger Gemini, von einem Experten installiert werden. Die GoE Charger sind mit einer Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW erhältlich. Deine eigene Wallbox zu haben hat einige Vorteile. Erstens kannst du dein E-Auto einfach zu Hause aufladen, während du gemütlich auf der Couch sitzt und einen Film schaust oder schläfst. Zweitens geht das Laden mit einer Wallbox deutlich schneller als an der Steckdose. Statt dein E-Auto fast einen ganzen Tag lang zu laden, lädst du mit einer Wallbox meist nur 2 bis 6 Stunden. Drittens erlaubt das Laden mit einer privaten AC-Wallbox die Kontrolle und Kommunikation mit dem E-Auto. Das bedeutet, dass du sicher laden kannst. Übrigens kannst du auch mit einer Wallbox wie dem GoE Charger sicher an einer normalen Steckdose laden. Du brauchst dafür im Grunde nur den originalen GoE Adapter. Die Ladezeit ist aber ähnlich wie beim ICCB-Kabel. Also wenn du schnell laden magst, dann besser nicht über die normale Steckdose. Die letzte Möglichkeit ist das öffentliche Laden. Kommt mal kurz mit. An öffentlichen Ladestationen kannst du mit Wechsel- oder Gleichstrom laden. DC-Ladestationen befinden sich meistens an Autobahnen. Der Vorteil von DC-Ladestationen ist, dass du dein Auto sehr schnell aufladen kannst. Deshalb werden sie auch Schnellladestationen genannt. Die Ladeleistung von DC-Ladestationen beträgt teilweise bis zu 350 Kilowatt. Lädst du dein E-Auto an einer Schnellladestation, lädt es in 30 bis 45 Minuten von 0 auf 80%. Die tatsächliche Ladeleistung hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Darüber hinaus brauchst du bei öffentlichen DC-Ladestationen kein eigenes Ladekabel, da sie immer mit diesem ausgestattet sind. DC-Ladestationen haben aber auch Nachteile. Dafür aber zurück in die trockene Garage. Im Gegensatz zur privaten Wallbox und insbesondere zur mobilen Wallbox bist du abhängig von den Standorten der DC-Ladestationen.
Ist keine DC-Ladestation in der Nähe, wenn du sie auf dem Weg brauchst, kannst du schlicht und einfach nicht laden. Wenn DC-Ladestationen regelmäßig verwendet werden, kann die Leistung und der Zustand des Akkus beeinträchtigt werden. Das ist leider nicht nur ein Mythos, sondern wird teilweise auch von einigen E-Auto-Herstellern als Warnung in ihre Handbücher aufgenommen. Das Laden an einer öffentlichen DC-Ladestation ist zudem auch teurer als das Laden an einer privaten oder öffentlichen AC-Ladestation. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unter diesem Video oder wende dich an unseren Support. Interessierst du dich für unsere AC-Ladestation? Dann schau auf unserer Website vorbei. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.